So, also die Islands, da sind wir wieder, ja, zurück auf den Islands, über die Pokémon-Welt hinaus, Pokémon-Netz wechselt haben. Also, ich werde hier einfach mal ein paar Leute anreden. Hallo, auf Besichtigungstour, ist das warme Klima hier nicht großartig? Oh, jetzt muss ich ganz tief. Wir sind hier auf einer Insel mitten im Nichts. Wir freuen uns, dass ein aufrechter junger Mann wie Celio bei uns ist. Meine Enkelin war Obzelius. Was? Meine Enkelin war Obzelius neuem Freund ganz aufgeregt. Meine Enkelin war Obzelius neuem Freund ganz aufgeregt. Okay. Ich glaube, das mit dem. Wir sprechen alle Leute an, können wir knicken. Das ist sehr grausam. Die Jugend wird von den großen Städten geradezu magisch und angezogen. Ich will aber für immer hier bleiben. Cool. Ja, schon schmuck. Also, so, wenn ich hier so ein Häuschen hinpflanzen könnte, würde ich auch hier bleiben. Ist nicht das Problem. Wenn die Sonne scheint, gehe ich hinaus und betrachte den Vulkan. Und das ist meine tägliche Ration. Naja, lass mich nachdenken. Mann, ist der Glühberg zum letzten Mal ausgebrochen. Ach nein, wann? Nicht wann. Ich will lieber gar nicht wissen, wann der das letzte Mal ausgebrochen ist. Ehrlich, echt nicht. Egal. Ahoi, wohin soll es gehen? Ich wäre gerne auf dem Weg nach Island 2, bitte. Island 2. Achtung, starke Strömung. Angeln und Surfen verboten. Verboten. Oh. Die Strömung ist wirklich zu stark. Mist. Der Schneider kann hier. Oh, Mist, ich habe keinen Zerschneider bei. Egal. Am Kap lebt eine alte Frau in einer Hütte. Sie begutachtet Pokémon ganz genau. Es ist ein wenig merkwürdig. Okay. Ich meine, können sie ja mal besuchen gehen. Hui. Mist. Na, was kommt uns hier? Wow. Ein Ibitak. Aber wir haben schon eins. Egal, wir machen hiermit jetzt unseren Level 53 komplett. Och, komm schon. Aber die Pokémon hier sind stark. Also echt nicht schlecht dafür, dass es wilde Pokémon sind. Respekt. Level 53. Boah. Ich habe die ultimative Attacke dieser Elementklasse perfektioniert. Aber wird sie in Zukunft von niemandem eingesetzt? Hm? Du, das Nidoking? Nein, ich hatte Unrecht. Welche Attacke muss man bei ihr haben? Dass man. Das ist die. Ich habe die ultimative Attacke, aber wird sie. Nein, ich hatte Unrecht. Ach komm. Probier's es einfach mal durch. So, Lapras bitte. Tausch. Lapras, zeig, was du hast. Kannst. Ich habe die ultimative Attacke dieser Elementklasse, aber wird sie in Zukunft. Das Lapras? Nein, ich hatte Unrecht. Hä? Das Mädel nicht. Wenn da irgendjemand weiter weiß, dann sagtet mir bitte, schreibt mir in, also als Kommentar. Ich wäre euch echt dankbar. Das ist ja mehr als grausam. Egal. Wir kämpfen uns hier jetzt fleißig weiter durch. Und zwar ins nächste Haus. Hey du! Ich bin ein Pokémon-Attacken-Maniac. Ich kenne jede Attacke, die Pokémon mit Level-Anstieg erlernen. Ich bin auch ein Pilzsammler. Gib mir 2 Mini-Pilze oder einen Riesenpilz, dafür bringe ich einem deiner Pokémon eine Attacke bei. Falls deine Pokémon eine Attacke lernen sollen, musst du mir 1 oder 2 Pilze geben. Wo kriege ich denn jetzt Pilze her? Du, da hast du Pilze. Boing, boing. Hast du schon das Sprungspiel ausprobiert? Die Pokémon, die daran teilnehmen, boing. Einige machen boing. Und andere machen boing. Wusstest du das? Boing. Du hast auch echt einen Knall. Du hast den Schuss nicht mehr gehört. Wo ist ihr mal heute? Genau um diese Zeit bringt sie mir immer mein Mittagessen. What the fuck? Du da. Bist du ein Freund von Irma? Hast du Irma hier gesehen? Ich weiß nicht, wo sie ist. Sie sollte hier vor langer Zeit vorbeigekommen sein. Irma ist süß. Sie sieht mir ähnlich. Was wäre, wenn meiner Ehemann etwas zugestoßen ist? Bitte hilf mir, sie zu finden. Bitte, such auf alle 3 nach ihr.
Das ist die Spielhalle? Wie tief kann man noch sinken? Diese Narren. Sie sagten, sie würden auf der Insel warten. Also, wo sind sie? Hey du, ist das hier das einzige Island 3? Versuch aufzuwachen, bevor du aus dem Bett kriegst, du Hallodri. Das ist Island 2. Beweg dich und nimm deine Dreckschleuder von dem Motorrad mit. Hä? Oh, hab dich. Diese Insel sind verwirrend. Sieh dir das nur an, diese Hallodri hat meinen Teppich abgenutzt. Ja, ich such dann mal deine Tochter. Oder Enkelin. Was auch immer. Egal, auf nach Island 3. Ahoi, wohin soll es gehen? Island 3, in Ordnung. Los, Seesprint. Jo, danke schön. Hier hast du mich gut abgesetzt. Das sind alles keine Trainer, die labern einfach nur Bullshit. Das ist leider auch kein Trainer. Und das Haus steht leer. Au. Seltene Edelsteine werden hier ausgestellt. Cool. Bist du der Boss? Geh sofort zurück nach Kanto. Ich bin gerade hier angekommen. Was soll denn feindselige Einstellung? Das ist so abweisend von dir. Deine Anhänger haben mit ihren Motorrädern alles verwüstet. Hast du eine Vorstellung, wie viel Ärger sie uns auf dieser Insel gemacht haben? Nein, ich kapiere es nicht. Sieh dir das an, was machst du, um dich zu amüsieren? Du sollst uns dankbar sein, ein wenig Schwung in dieses verschlafene Nest gebracht zu haben. Aber wenn du willst, dass wir verschwinden, tu doch etwas. Grrr, du Feigling. Im Rudel so stark. Boah, dann nehmen wir euch doch mal auseinander, ne? Was glotzt du so? Das ist aber nicht sehr höflich. Hast du mir vielleicht etwas zu sagen? Ja. Ey, dein Mut gefällt mir. Du wirst Geld an mich verlieren. Nein. Glaube ich eher weniger. Kannst du gerne versuchen? Bezweifle ich aber. Smogon. Weißt du, das sind wieder diese typischen Pokémon für diese Hohlpratzen. Nix an Intelligenz, aber davon richtig viel. Ah, Slimer. Slimer, ist das eigentlich auch ein Gift-Pokémon? Psychokinese, probieren wir es doch mal aus. Ja, ist es. Wow. Ich sag ja, Lapras. Au, Allrounder pur. Next, please. Arg, wag es nicht zu lachen. Bist du nicht aus Kanto? Du sollst auf unserer Seite sein. Nein. Ich habe keine Punkfrisur und Motorrad habe ich schon mal gar nicht. Psychokinese. Ja, Level 56, Lapras. Holy. Spieler besiegt Weicherschläger. Hör auf, herum zu albern. Ja, albern nicht herum. Was ist los mit dir? Warum regst du dich so auf? Du bist doch was von uncool. Wir haben den Boss hierher eingeladen, aber du musstest es vermasseln. Du hast uns lächerlich gemacht. Kämpfen die jetzt wirklich alle nacheinander gegen mich? Sind die bescheuert? Sollen sie alle direkt auf einmal kommen? Mach ich Surfer und die sind alle platt. Echt ohne Witz, das ist glaube ich das Beste. Egal. Wir kämpfen uns hier einfach mit Psychokinese durch. Boss, du musst etwas gegen dieses Kind unternehmen. Ich habe dich beobachtet und ich würde sagen, dass du genug angerichtet hast. Was bist du? Ihr Freund oder was? Dann musst du an ihrer Stadt gegen mich antreten. Ah, ja. Oh, ein Glatzkopf. Oh, toll. Smogmog. Ey, ihr seid doch dümmer als Team Rocket. Echt ohne Witz. Wobei Giovanni ja noch echt Anstand hat. Es war ein Arschloch, aber er hat Benehmen. Egal, Psychokinese. Oh, er hat's überlebt. Oh, Kreideschrei. Gefährlich, ganz gefährlich.
aktiv. Ja, ist ja auch ein Gift-Pokémon. In Ordnung genug, wir verschwinden wie gewünscht. Wir freuen uns schon, den Rest dieser langweiligen Insel zu sehen. Ah ja, Glück, Glück. Humpf, geh nur, häng mit diesem Typen ab. Ah ja, cool, cool. Ich geh mal Pokémon heilen. Die AP von Psychokinese wieder auffüllen. Ich will mal kurz was schauen, ob das funktioniert. Danke, der Pokémon sind wir topfit. Komm, jederzeit wieder vorbei. Er zeigt sich als PC an, zum Hilfe auf Westen PC. Ah, Bill hat schon geholfen. Na dann, Pokémon ablegen. Vulcano ablegen. Smogmog ablegen. Pokémon nehmen. René nehmen. Jo. Buddha. Hey, hast du schon gehört, das PC-Netzwerk hier kann nun mit den PCs in Kanto verbunden werden? Ich weiß nicht, wie das zustande kam, aber es ist großartig. Es ist nicht möglich, zwischen den Inseln in dieser Gegend zu surfen. Die Strömung ist zu stark und zu gefährlich. Na dann, du Matrose, du. Es wäre großartig, wenn jemand wie du hier leben würde. Ich hoffe, du bleibst wenigstens eine Weile hier. Wie bitte, du es immer? Schon eine Weile her, dass ihr immer zur Grundbrücke gegangen ist. Okay, dann müssen wir uns mal beeilen. Was bist du denn? Ich trainiere mein Dodo. Sobald es sich entwickelt, spiele ich auf allen zwei. Ah ja. Okay. Papa lügt mich ständig an und lässt mich nicht hinaus zum Spielen. Du solltest nie alleine in den Bärenforst gehen. Warum spukt dort? Ah ja. Spukt dort. Okay. Island 3 ist die beliebteste aller Inseln, dennoch könnte dort ein wenig mehr geboten werden. Aber ich möchte solche Typen wie die Spiken hier nicht noch einmal sehen. Egal, wir gehen zur Bundbrücke. Bundbrücke. Best. Murabkler. Ein Murabkler. Was können wir denn noch machen? Wir setzen einfach mal Surfer ein. Gucken, dass das überlebt. Ja! Oh, wow. Wow! Das passt doch. Beutel! Superball! Ja, du dürftest da eigentlich gar nicht mehr rauskommen. Nicht mit den HP. Geht doch. Sag ich doch. Murabkler wurde gefangen. Für Murabkler wurde ein Eintrag im Pokédex vorgestellt. Sein wissenschaftlicher Name lautet Odium Wanderus. Nachts soll es knapp 300 Meter auf seinen zwei Wurzeln zurücklegen. Wow. Cool. Oh. Das ist übel. Hab ich irgendwie... Ja. Nee, hab ich nicht. Mist. Das ist mehr als doof. Zerstörer kann hier eingesetzt werden. Cool. In der VM und TM Box. Wer kann den Zerstörer lernen? Okay, Zerschneider. Myropla kann Zerschneider. Soll eine andere? Ja, ja, soll. Ich hab das vergessen. Ist ja scheißegal, welcher Tag vergessen wird. Wobei, die sind alle gut, ne? Giftpuder, Stachelspruch, Schlafpuder. Das hört sich gut an. Können wir für legendäre Pokémon später benutzen. Kannst du Zerschneider hier einsetzen? Möchtest du Zerschneider einsetzen? Joa. Wo willst du so eilig hin? Eigentlich wollte ich diesen Part hier beenden. Könntest du dich bitte beeilen? Ach, oh mein Gott. Oh, und dieser Samen, wie süß. Eisstrahl. Ja, ja. Oh, dieser Knosp, wie süß. Okay.
interessiert sind, ob ich mich durch Gift verletze und stirbt Labras. Also wie die Labras halt besiegt. Ja, ich überziehe diesen Part kurz mal ein bisschen mehr als 15 Minuten, weil ich will halt jetzt den Trainer und die Trainerin noch besiegen. Wir werden halt wieder durch Gift verletzt. Kennen wir jetzt schon so langsam. Aber wofür haben wir unseren Eisstrahl? Also ich glaube, Labras wird echt so eine ultimative Waffe bei den Top 4. Packen wir ein bisschen Äther ein, dann passt das. Ja, dann mal safe und wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder.